Hallo meine Lieben, wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Das war jetzt gerade Panik. Das war gerade eine schlimme Situation. Ich koche ja heute und ich mache Pommes und dazu noch in speziell gewürztem Mehl Kalamari und Shrimps. Was passiert? Mitten, wo die Pommes halb fertig waren, ja, denke ich mir, wieso dauert das so lang? Ist Gas ausgegangen. Gas ist ausgegangen. Ja. Und ich koche ja gern mit Gas. Ja. Und das Nervige war halt, es sind Feiertage gerade. Ja. Es sind Feiertage gerade und ich habe gedacht, keiner liefert was und wollte ich schon von meiner anderen Wohnung das Gas herbringen und ins Auto nochmal einsteigen am Feiertag. Ihr wisst schon, wenn man den Arsch mal so bequem irgendwie sich bequem gemacht hat den ganzen Tag, dann will man gar nicht raus. Und dann rufe ich trotzdem unseren Lieferanten an in Kestel, ja, ist gleich neben meinem Café. Der geht dran. Ja, nee, wir arbeiten heute auch. In 3 Minuten ist es ausgetauscht, sagt er, in 3 Minuten. Ich frohlocke und sage ihm, ja, kriegst 150 Lira Trinkgeld noch, weil Bayram ist, ja. Und ich hätte ihn auch 1000 gegeben, ja, weil gerade kochst du, ja, und alles vorbereitet und muss ich nicht aus dem Haus, muss mich nicht anziehen, muss nicht duschen. So schaut das Ganze aus, ja, und das hält 3 Monate, ja. Das sind irgendwie 30 Liter oder wie viel Liter? Da muss ich mal schauen. Und es hält 3 Monate. Ja? Und wir kochen jeden Tag 2-3 Mal. Mindestens. Mindestens. Und in Madagaskar, bei meiner Frau, da zahlst du fast 100 Euro. Und das hält nur 2 Wochen. Ja, das hält nur 2 Wochen. Ich sage euch immer wieder, wir müssen immer uns vor Augen halten, wie gut wir es hier in der Türkei haben. Ja? Wie gut wir es in der Türkei haben. Ja? Ob arme oder reiche Leute, das kostet hier keine 100 Euro für 2 Wochen. Ja? Nein, 3 Monate kannst du kochen. Ja? 3 Monate. Ja, wir haben 30,9. Und hier haben wir... Naja, kann man ja auch hochschieben, das Ganze. Hä? Wo testen wir mal? 30,9 waren es dort. Und hier sind es... Ja, was stimmt jetzt eher? Ne, das Digitale oder die mechanischen? Hm? So, jetzt habt ihr die Story gehört, aber Ende gut, alles gut, zum Glück. So, und jetzt ist die erste Tranche fertig. Wäre schon lang fertig, wenn das Gas nicht zu Ende gegangen wäre. Ceran, Elektro, Kochfeld. Nein, danke, weil ich habe Kochtöpfe, ja. Die sind unten gewölbt und die haben praktisch keinen richtigen Kontakt dazu. Und ich weiß nicht, ich mag Gas besser. Jeder muss es besser für sich wissen. Das ist ja sehr wichtig. So, jetzt habe ich euch wieder zugelabert mit langweiligen Scheiß. Yes, we change, all is good. Very good. Very good, huh? He come in 3 minutes, really. We're here, they're near. Huh? They are near here. No, you know, in my cafeteria, near my cafeteria. Yes, he come and finish. Speed. Yes. So, also jetzt habe ich euch genug gelangweilt. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Kestel. Bis zum nächsten Video.